Im Kickboxen gehören Weltmeisterin Mari Lang und Weltmeister Michael Smolik zu den Superstars ihrer Sportart. Nun erklimmen sie die nächste Stufe und sollen als Zugpferde der neu geschaffenen Fighting Gala zu Popularität verhelfen. Doch dafür müssen die Münchner in Düsseldorf kämpfen, weit weg von zu Hause. Ja, ich bin ein absoluter Heimscheißer. Also ich liebe es, in München zu kämpfen. Da kenne ich die Leute, ich kenne die Locations, wo wir kämpfen. Man ist halt irgendwie zu Hause, kann den Tag vorher noch zu Hause in seiner eigenen Wohnung sein und was kochen. Und es ist halt einfach so dieses Gefühl. Auf der anderen Seite freue ich mich natürlich jetzt auch mal woanders zu kämpfen. In der neuen Fighting Gala soll nach und nach die gesamte Welt des Kampfsports präsentiert werden. Bei der ersten Auflage wird neben den Kickboxern auch der GBU-Weltmeister im Boxen, Dennis Ilbay, in den Ring steigen. Ich komme ja selber vom Thai-Boxen, habe ich damit schon Erfahrung gemacht. Es ist cool, weil man doppeltes Publikum anzieht. Sag ich mal, die Leute, die nur sich Profiboxen gerne anschauen, aber auch die Leute, die sagen, ich schaue gerne nur Thai-Box oder Kickbox-Kämpfe. Ne? Das heißt, es kommen nochmal doppelt so viele Leute. Ich glaube tatsächlich, dass es ein Popularitätsschub wird für die einzelnen Sportarten, aber auch für die Kämpfer und Kämpferinnen. Bislang war es immer so reine Boxveranstaltung. Dann gut, ich habe jetzt in Potsdam dieses Jahr gekämpft, da hatte ich einen Kickbox-Kampf und da hat man schon gemerkt, ich war auf einer Boxveranstaltung und habe den Kickboxkampf in Potsdam bestritten. Und die Leute haben erst gesagt, was will der Kickboxer hier? Hab meinen Kampf gekämpft und dann auf einmal, boah, das ist ja eigentlich ganz cool. Und ich glaube, dass diesmal bei dieser Veranstaltung genau das Gleiche sein wird. Längst wirken die Kämpfer über ihren Sport hinaus. Die gelernte Modedesignerin Mari Lang entwirft eigene Sportbekleidung und engagiert sich in sozialen Projekten. Michael Smolik durfte als Polizist in Baden-Württemberg seinen Sport nicht unter Profibedingungen ausüben. Mittlerweile ist er wieder regelmäßig in Uniform zu sehen, in der Fernsehserie Die Ruhrpottwache. Tatsächlich Ironie des Schicksals, dass ich jetzt tatsächlich wieder TV-Polizist bin. Ich war 8 Jahre bei der Polizei, habe dann gekündigt, weil sie mich nicht meinen Profisport ausüben lassen wollten. Bin dann Profisportler geworden, bin vom Herzen natürlich immer der Kampfsportler und Profisportler. Das ist Priorität Nummer 1. Und dann natürlich Schauspieler. Man versucht mehr in diese Schiene reinzugehen, auch filmtechnisch zu arbeiten und Medienpräsenz zu zeigen. Ich mache ja auch viel nebenbei, Facebook, Instagram, YouTube sogar und versuche da auch meine Popularität zu steigern, aber auch dadurch mehr Menschen zu erreichen, mehr Menschen zu helfen. Ich helfe ja vielen Organisationen, versuche Jugendliche und Kids von der Straße zu holen. Für den nächsten Kampfabend stehen bereits die Gegner fest. Mari Lang trifft auf die kanadische Weltranglistenerste Jessica Gladstone. Und Michael Smolik bekommt es mit dem 2 Meter großen Daniel Sam aus Großbritannien zu tun. Natürlich ist es irgendwo ein Markenzeichen, wenn man jeden Kampf vorzeitig so schnell beendet. Ganz klar, als K.O.-King und den Namen hat, erwarten die Leute natürlich auch spektakuläre Sachen und K.O.s. Und wenn man mal kein K.O. macht, was ist denn los mit dem? Letztendlich lasse ich mich da nicht unter Druck setzen. Ich werde meinen Kampf kämpfen. Wenn der Kampf 5 Runden geht und auch auf Punkte entschieden wird, dann ist es eben so. Aus der ersten Fighting Gala soll eine Veranstaltungsserie entstehen. Zunächst in Deutschland soll verschiedenen Kampfsportarten eine Plattform geboten werden. Natürlich toll, die Möglichkeit zu haben und es ist einfach ein wahnsinnig großes Event und es wird im Fernsehen übertragen. Das ist natürlich eine tolle Möglichkeit, aber es steht natürlich auch der Druck auf einen. Die Augen sind auf einen gerichtet, man weiß, okay, man will unbedingt gewinnen. Es ist natürlich Sport, es kann alles passieren. Ich wäre auf jeden Fall dafür, dass man sowas macht, dass man einfach zeigt, immer, wir sind Kampfsportler, wir sind auch nur Menschen. Es läuft diszipliniert bei uns ab, es ist ja nicht so, dass man wild drauf losschlägt. Ne? Also, ich wäre dafür, dass man in Zukunft mehr daran arbeitet. Der Auftakt zur Fighting Gala erfolgt am 18. November in Düsseldorf. Schon jetzt könnte sie als Gala der Gürtel bezeichnet werden.